Willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Video. Ich wurde gefragt, ob ich zeigen kann, wie man in Python 3.5 aus einer normalen Python-Datei eine Exe-Datei machen kann, weil es dazu anscheinend noch kein vernünftiges Video auf YouTube gibt und generell ich etwas dafür empfehlen würde, was bisher nicht oft vorgestellt wurde quasi, da es auch erst vor kurzem für Python 3 aktualisiert wurde. Und zwar wäre das PyInstaller. Das ist ein Modul, das könnt ihr euch installieren, mit dem ihr Python-Dateien in Exe-Dateien umwandeln könnt. Wie ihr das installiert, ist ganz einfach. Ihr öffnet einfach eure Konsole und benutzt den pip-Command. Wenn ihr pip eingebt, müsste hier diese Anleitung kommen, wie man den Befehl ausführen kann. Wenn diese Anleitung nicht kommt, liegt das daran, dass ihr Python nicht so installiert habt, dass der Ordner von Python zu den Systemvariablen hinzugefügt wird. Ich habe in meinem Fall Python Inter C dann hier installiert und dieser Scripts-Ordner muss zur Systemvariable Path hinzugefügt sein, damit ich den pip-Command befehlen ausführen kann. Ihr könnt das im Internet nachschauen, wie das geht, wenn ich es vergesse, in die Videobeschreibung zu packen, einen Link zu einer Anleitung, dann erinnert mich dran. Alternativ könnt ihr auch einfach hier den Dateipfad kopieren, dann in der Konsole CD und dann den Dateipfad einfügen, sobald ihr innerhalb dieses Ordners seid. Hier ist automatisch diese pip.exe-Datei drin bei Python 3.5, könnt ihr dann auch den pip-Command ausführen. So, wir installieren PyInstaller, indem wir schreiben pip install PyInstaller und dann installiert ihr das. Wenn ein Update für PyInstaller herauskommt, könnt ihr ein Update machen, indem ihr dahinter eingibt Minus und dann ein großes U. Dann guckt er nach Updates und lädt, falls welche verfügbar sind, die Updates runter. So, wenn wir das gemacht haben, können wir in den Ordner von unserem Projekt gehen. Hier habe ich jetzt eine Python-Datei. Wenn ich die öffne, sieht das aktuell so aus. Der verbindet sich mit einem Server und wenn der das hier gleich geladen hat, so, hier sehen wir das Fenster, wie es aussieht. Wir haben hier Bilder und das, was sich da gerade im Browser geöffnet hat, dafür habe ich auch noch eine HTML-Datei. Und das soll ja am Ende alles in die Exe-Datei gepackt werden. Das Fenster hier habe ich mit PyQt gemacht. Ein Problem mit PyInstaller gibt es bei PyQt aktuell, nämlich kann man keine einzelne Exe-Datei daraus machen aktuell, sondern muss quasi einen Ordner mit ein paar zusätzlichen Dateien exportieren. Man könnte dafür dann zum Beispiel einen Installer machen, der alle diese Dateien in einen extra Ordner kopiert, damit es für den Nutzer nur eine einzige Datei ist, wo er draufklicken kann und nicht ein Ordner. Das zeige ich euch gleich, was ich damit meine. Genau, dieses Programm hier wollen wir jetzt als Exe-Datei machen. Das heißt, was ich mache, ist, ich erstelle mir hier einfach ein neues Textdokument und mache daraus eine BAT-Datei. Ich nenne das jetzt mal bild.bat. Und wenn ich die jetzt bearbeite, kann ich hier einen Befehl reinschreiben. Es gibt jetzt, wenn wir PyInstaller installiert haben, einen neuen Befehl, nämlich den PyInstaller-Befehl. Und dieser Befehl ist auch wie der pip-Befehl im Scripts-Ordner. Das heißt, wenn ihr den Scripts-Ordner im Python 3.5-Ordner nicht zur Systemvariable Path hinzugefügt habt, müsst ihr davor wieder hier in der Zeile davor einfach wieder CD und dann der Ordner zu diesem Pfad, bla bla bla. In meinem Fall brauche ich das nicht. PyInstaller, dann in Anführungszeichen, wenn ihr ein Leerzeichen im Dateinamen habt, den Namen der Datei. Zum Beispiel in meinem Fall ist das jetzt hier twitch.py. So wird das Ganze als Ordner exportiert quasi. Ein Ordner, da ist eine Exe-Datei drin und zusätzliche Dateien, die halt alle gelesen werden. Wenn ihr dahinter schreibt minus f, ein großes f, dann versucht das Programm eine einzige Exe-Datei zu machen. Mit der aktuellen PyQt-Version funktioniert das nicht. Wenn ihr PyQt nicht benutzt in eurem Projekt oder eine ältere Version habt, dann sollte es funktionieren. Oder wenn PyInstaller aktualisiert wird, einfach mal ausprobieren. Wenn es klappt, dann ist gut. Wenn es nicht klappt, dann nicht. Ich lasse jetzt in meinem Fall weg, weil ich schon weiß, dass es nicht funktionieren wird. Und jetzt kann ich einfach diese BAT-Datei ausführen.
Und dann sehen wir, hier öffnet sich die Konsole. Theoretisch könnten wir auch den Befehl, den ich jetzt hier reingeschrieben habe, direkt in die Konsole eingeben. Aber es geht schneller, das so zu machen. Und während der hier im Hintergrund die Exe-Datei generiert, noch eine Sache. Und zwar, wenn ihr, ich öffne das jetzt mal im normalen Editor, wenn ihr hier die Dateiendungen bei euch deaktiviert habt und daraus nicht direkt eine BAT-Datei machen könnt, dann entweder aktiviert die Dateien oder öffnet das im normalen Texteditor, sagt Datei, speichern unter. Macht dann hier aus Textdateien alle Dateien, dann könnt ihr die Dateiendung auf .bat stellen und dann ist die Datei auch ausführbar. Ansonsten wäre es so, wenn ihr einen Doppelklick drauf macht, öffnet ihr die Datei in einem Editor. Und das wollen wir nicht. So, wir sehen, wir haben jetzt hier zwei neue Ordner. Einmal den Dist-Ordner, den Bild-Ordner. Der Bild-Ordner ist irrelevant erstmal für uns, aber in diesem Dist-Ordner haben wir einen weiteren Ordner Twitchbot und hier sind alle Dateien quasi, die die Exe-Datei benötigt. Hätten wir jetzt minus F dahinter geschrieben im Befehl, hätten wir nur eine einzige Datei. Gucken wir jetzt mal, ob das Ganze funktioniert. Ich führe die twitchbot.exe-Datei mal aus. Und soweit sieht das ganz gut aus. Ja, das hier schließe ich jetzt nicht automatisch, weil ich da jetzt etwas spät auf Zugriff zulassen gedrückt habe. Aber das Programm öffnet sich. Ein Problem haben wir. Beziehungsweise zwei Probleme. Wir sehen hier schon in der Konsole. Es fehlen Dateien. Einmal diese HTML-Datei und hier waren vorher zwei Bilder und die fehlen jetzt. Wie kriegen wir die da rein? Das ist ganz einfach. Es wurde nämlich zusätzlich eine weitere Datei erstellt, nämlich diese .spec-Datei. Und wir bearbeiten jetzt erstmal die BAT-Datei, dass die nicht mehr twitchbot.py darauf zugreift, sondern auf die Spec-Datei. Denn in dieser Datei, wenn wir darauf jetzt zugreifen, haben wir viel mehr Einstellungsmöglichkeiten für unsere Exe-Datei. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, soll die Konsole angezeigt werden oder soll die versteckt sein? In meinem Fall, ich habe ja nur ein Fenster, würde ich hier dann reinschreiben, false, weil ich möchte die Konsole nicht sichtbar haben. Einige andere Sachen, ich werde die Dokumentation von PyInstaller in der Videobeschreibung verlinken, da könnt ihr euch dann durchlesen, was wofür die ganzen anderen Sachen hier da sind. Was wir brauchen, ist hier bei Datas. Da kommen nämlich die Bilder und HTML-Dateien und generell alles, was euer Programm zum Laden benötigt, rein. Dateien, die ihr halt irgendwie in diesen Ordner kopiert habt. Zum Beispiel habe ich hier im Image-Ordner diese zwei Bilder. Die werden nicht direkt mit exportiert, darum müssen wir PyInstaller sagen, dass die mitkopiert werden sollen in diesen Dist-Ordner hier. Ich habe das hier schon einmal, nämlich ist das Ganze so aufgebaut. Wir haben hier eine Liste. Und in dieser Liste sind Tuples, also hier Elemente quasi mit zwei Elementen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Auf der linken Seite ist der aktuelle Pfad der Datei, das heißt zum Beispiel aktuell im Ordner Image, die Datei done.png soll im Ordner, der exportiert wird, also Dist, dann Twitchbot, im Ordner Image sein. Und diese HTML-Datei, welche sich bei mir hier befindet, soll nach dem Export in diesem Ordner sein. So, ich kopiere mir das mal in die andere Datei rüber und führe jetzt nochmal die BAT-Datei aus. Der dürfte jetzt auch ein bisschen schneller fertig werden, weil wir nichts am Code geändert haben. Da ich das hier jetzt zum zweiten Mal ausführe, fragt er mich, ob ich die alten Daten überschreiben möchte. Möchte ich ja, weil wir haben das ja eh bearbeitet. Also einfach Y eingeben für Yes. Und wenn wir jetzt in den Dist-Ordner reingucken, haben wir hier einen Image-Ordner und da sind die beiden Bilder auch drin. Und jetzt, wenn ich die Exe-Datei ausführe, sehen wir, das Browserfenster schließt sich und hier haben wir einmal das X und den Haken aus den Bildern. Ja. Und diese Exe-Datei könnte ich jetzt an alle möglichen Leute weitergeben. Das sollte soweit auf jedem Computer funktionieren. Noch eine Sache, wenn ihr keinen Windows-PC habt, sondern zum Beispiel Linux oder Mac oder es für Linux oder Mac exportieren wollt, funktioniert das Ganze so, dass ihr quasi von Windows nur für Windows exportieren könnt, von Linux nur für Linux. Also es ist nicht möglich, irgendwie von meinem hier Windows 10 jetzt irgendwie eine Version von diesem Programm für Linux zu machen.
Dazu müsste ich einfach die Dateien auf einen anderen PC kopieren, auf einen Linux-PC, und von da aus dieselben Schritte wiederholen. Da sollte es genauso klappen. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn Fragen da sind und es gibt auch ein paar Sachen, die man beachten muss, wenn man PyInstaller benutzt, falls irgendwas bei euch nicht funktioniert, schreibt das in die Kommentare. Wenn das irgendwas Wichtiges ist, werde ich dazu noch ein zusätzliches Video machen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, irgendwann. Wenn euch das gefallen hat, wenn ich euch weiterhelfen konnte hiermit, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und tschüss.